Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Hi! Ich bin voll müde, ich bin voll kaputt, das ist Wahnsinn. Ich war heute im Sport, zum ersten Mal seit ungefähr 2 Wochen. Mir tut alles weh und ich versuche jetzt fleißig zu sein und vielleicht auch sogar 2 Folgen Minecraft aufzunehmen, bevor ich im Sitzen einschlafe. Weil ich muss mir auch noch Essen machen, ich habe heute noch nichts gegessen. Außer Gummibärchen, das ist echt gar nicht mal so klug. Genau, ich habe mich eigentlich habe ich mich vor die Schmiede gestellt, um zu wissen, dass ich da was tun wollte. Nein, das habe ich beim letzten Mal gemacht. Das ist absoluter Bullshit, den ich hier gerade tue. Ich habe Photovoltaik gemacht, ne? Da sind wir stehen geblieben, genau. Photovoltaik. Für die Photovoltaik brauche ich sowas da. Dafür fehlen mir die da, okay. Dafür fehlt mir, genau, Energetic Alloy. Für Energetic Alloy brauche ich... Für Energetic Alloy brauche ich... Gold, Redstone, Glowstone, ne? Ja. Gold. Ich packe mal wirklich viel da rein. Redstone. Redstone? Ich habe kein Redstone mehr. Okay, eventuell müssen wir uns kurz nach oben bauen. Ich brauche wieder Redstone. Ja, sage mal. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass wir einfach kein Redstone haben. Wir haben immer Redstone. Und ich sage letztes Mal noch, oh nein, Botania! Glowstone herstellen! Wie man merkt, ich habe gestern nicht weiter aufgenommen. Kam dann leider was dazwischen. Aber stimmt, wir wollten mit Botania Redstone herstellen. Und ich, genau, deswegen komme ich gerade drauf. Und ich habe doch großspurig behauptet, ja, ach komm, wir haben so viel Redstone. Ja, easy peasy, wäre richtig geil, wenn wir da doch Glowstone herstellen könnten. Ja, und jetzt stehen wir da und haben kein Redstone mehr. Das sind alles Windungen, die ich nicht so vorhergesagt habe. Wir sind übrigens nicht alleine auf dem Server heute. Das heißt, es kann gut sein, dass wir die Nächte durchmachen müssen. Aber das ist okay. Klick, 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 klick. Ich weiß gar nicht, ob ich mittlerweile nicht schon Haste 3 auf meiner Spitzhacke habe. Könnte man jetzt diskutieren, ob Abbauen schneller schneller vonstatten geht als Aufbauen. Ich würde es ja mit dem Hammer machen, aber der hat keinen Lack drauf. Vielleicht sollte ich dem auch mal Lack geben, irgendwann, wenn wir ja so viele Mods draufpacken können, weil er schon so hoch gelevelt ist. Flip, 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 flip. Stimmt, das ganze Redstone baller ich dann in die... Nein, Quatsch, Botania. Wir machen Botania. Glowstone herstellen. Jetzt habe ich über mein Tattoo gekratzt. Ich bin so blöd. Langsam gewöhne ich mich dran. So ganz langsam. So. Da haben wir noch ein bisschen was verloren. Und da ist meine Tasche voll. Okay, ein bisschen Glowstone ist ja auch noch drin. Das heißt, ich kann da jetzt ein bisschen Gold und Redstone reinknallen. Dann haben wir 2 Glowstone und 3 Redstone. Weil wir brauchen ja ein bisschen mehr Redstone, als wir Gold brauchen. Und noch viel, viel mehr Glowstone. So. Jetzt. Ich brauche diesen Mana-Fused Bullshit. Dann kann ich das eigentlich alles wieder in die Tasche packen. Das war so unnötig, dass ich das mit rausgezogen habe. Aber okay. Wir lernen alle aus unseren Fehlern. Mana. Diesen Pot brauche ich da. Den da. Mana-Pool. Dafür brauche ich Living Rock. Und dafür brauche ich Pure Daisies. Glaube ich.
Pure Daisies. Habe ich Pure Daisies? Die konnte man in irgendeinem Wald finden, ne? Ich habe aber da drüben auf alle Fälle Botania-Blumen. Und zwar keine Pure Daisies. Oxeye-Daisies. Ach, schade. Aber sie sehen so ähnlich aus. Nein, ich habe keine Pure Daisies. Okay. Living Rock, Pure Daisies. Okay. Google! Hallo! Pure Daisy Botania. Ach so, nee, nicht Bilder. Feed the Beast Wiki, dankeschön. When you use Fekonoi Wood in Stone into Living Wood and Living Rock. Especially, how it can I get Nether King of Cobblestone Place into the Psyllus of Simon? To the reference code for machine. Nee. Ach, ich muss das wirklich in diesem Paddle-Ding machen. Ich brauche dafür echt irgendeinen Shroom. Okay. Habe ich so einen Shroom hier? Einen Botania-Shroom. Shroom, Shroom. Nee, das ist alles eine Flower. Das ist kein Shroom. Bist du eine? Nein. Shroom? Das ist alles nicht so einfach hier. Vor allem alles kein Shroom. Oh, muss ich jetzt echt durch die Gegend laufen? Aber die Mystical Daisies gibt es doch auch so zum Finden. Oder bin ich jetzt blöd? Oh, die Map ist nicht auf M. Frau Chi, konzentrieren Sie sich doch mal bitte. Vielleicht finde ich hier welche. Ich kann ja fliegen. Ich bin mir manchmal immer nicht sicher, wie lange ich eigentlich schon Minecraft spiele, wenn ich welche solche Aktionen mache. Ich vergesse schon die ganze Zeit, dass ich fliegen kann. Okay, da ist ein Mystical Forest. Und in einem Mystical Forest gibt es vielleicht auch diese Mystical Daisy. Oder einen Shroom. Shroom ist auch okay. Ne, da haben wir ja schon einen, oder? Ne, die andere Daisy halt. So viele Daisies. Uidu, Uidu, Uidu. Hier fahren sehr viele Krankenwagen, deswegen wundert euch bitte nicht. Ich muss sagen, ich bin noch nie vom Krankenwagen geweckt worden. Wir können es noch retten. Was übergriffig wird. Das sind so shimmery Sachen. Ein Shroom. Ich pack mal mein Schwert aus, weil das sind eventuell nicht. Monster. Aua. Ich finde aber auch keinen Shroom. Das ist halt das nächste an der Sache. True.
So, und hier habe ich jetzt den Strom. Was ist denn? Ich gehe mal kurz hier hoch, damit mich die Viecher nicht finden. Was ist denn Botania für Och, ihr wisst, was ich sagen möchte. Biome, meine Güte. Nee, irgendwie nicht. Botania hat keinen. Botania hat keinen. Kein eigenes Biom. Das glaube ich ja wohl jetzt nicht. Ah, wo finde ich denn jetzt so einen Schroom? Wahrscheinlich bin ich schon an 15 vorbeigeflogen und check's wieder einfach nicht. Hier sind echt viele Viecher, oder? Die Waldvieh, hallo. Ich gehe mal kurz hier durch. Naja, das war jetzt aber hart daneben, ne? Das merkst du selber, ne? Dass das jetzt nichts war. Okay, warte, ich gehe mal nochmal hoch. So. Living Rock? Achso, ja. Botania Daisies. Floating Pure Daisy. Achso, nee. Warte, Mayday zurück. Ich habe die doch schon mal irgendwo gefunden. Ach, ich muss da einfach... Ach so. Ach nee. Ach, ich bin dumm. Ja, warte mal. Ein paar Blümchen... Falsches Haus. Ein paar Blümchen habe ich ja hier unten. Und ich meine, ich habe auch da diese eine gesehen gerade. Die da. Wie viel habe ich davon? Okay, ich kann noch ein paar machen. So. Okay. Weil jetzt für... Halt. Okay, kriegen wir hin. Dafür brauche ich nur einen. Das ist okay, das ist nicht so viel. Und tada. Und tada. So, war mir klar, dass ich keine Slabs habe. So, machen wir das nochmal. So, jetzt habe ich das da. Und das stelle ich jetzt irgendwo hin. Da muss bestimmt Wasser rein, ne? Na, hoppala. Da muss bestimmt Wasser rein. Habe ich hier irgendwo noch einen Eimer? Was heißt Eimer auf Englisch? Ich bin blöd gerade. Entschuldigung, ich bin auch müde. Bucket. Meine Güte. Ein Bucket. So, ich brauche nur einen. Und da brauche ich Wasser drin. Wasser kriege ich von hier hinten. Guten Tag, Wasser. Na, ah, jetzt ging's mir schon. What the fuck? Achso, jetzt brauche ich wieder die Petals. Wobei, nee, funktioniert. Kann ich da jetzt einfach draufklicken? Nee. Die muss ich einfach da reinschmeißen, ne? White. 5 Stück. Wie viel brauche ich für das Ding? Waren das 5 Stück? 1, 2, 4. Okay. Schmeiße ich da jetzt einfach 4 Stück rein. 1, 2, 3, 4. Achso, jetzt brauche ich noch Seeds. Ja, wait a moment. Seeds habe ich.
Seeds habe ich einige. Blöde Frage. Ich stelle jetzt hier hin. Und jetzt gehe ich da runter und hole mir meinen Blumenverfältiger. Funktioniert es? Nein. Oh. Ja, warte. Einmal. Sag mal. So. Bisschen mehr Blümchen schaden eh nie. Und jetzt muss ich da drumherum Oaks stellen, ne? Und dann kriege ich Living Rock. Okay. Oak. Es war doch Living Wood, ne? Nee, Rock. Shitty. Wir brauchen Stone. Okay, warte mal, habe ich Stone? Zwei. Ja, krasser Scheiß. Ich glaube, ich muss kurz Cobblestone braten. Zwei ist nicht so viel. Oh. Ich habe Quartize. So. Ich habe Schmerzen, wenn ich versuche, Dinge aufzuheben. So, nochmal zwei Steine. Ich brauche erstmal die 8 Stück. Also zwei habe ich noch im Lager, das sind jetzt 3, das haben wir bei 5 und dann müssten hier 8 sein, sehr gut. Badam, 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 badam. 1, 2, 3. 4, 5, 6. So, 2 brauche ich noch. Give me the stone. Danke. Ich müsste auch was essen. Nom, 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 nom. Ach so, ich sollte vielleicht erst die Blume da reinsetzen, weil dann kann die ja schon mal arbeiten. So. Die macht den jetzt zu Living Rock. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauert. 60 Sekunden. Okay. Das können wir abwarten, oder? Dann stehen wir einfach hier und futtern jetzt mal eine Weile. Ich finde es schön, wie das glänzt und funkelt. Kann man eigentlich auch, das kann man eigentlich auch automatisieren, ne? Muss halt rundrum dann so eine Blockplace-Anlage und die müsste von oben dann mit Cobblestone oder mit Stone gefüttert werden. Da, daran hängt dann ein Ofen, der dann Stone vorgibt und unten drunter hängt auch so Lava-Fabrikate. Huppala, Entschuldigung. Automatisch Cobblestone generiert. So. Haben wir fertig. Damit habe ich jetzt Living Rock und ich kann da nochmal nehmen. Und nochmal außenrum platzieren. Ich nehme stark an, dass wir das jetzt öfter brauchen werden. So. Okay. Aber jetzt bauen wir erstmal den komischen Pott. Da. Da. Habe ich. Ich habe einen Mana-Pot. Yay! Kann auch bestimmt nicht schief gehen. Nein, nein. Okay. Wie war das? Glowstone? Brrr. Da.
Alchemie Catalyst. Mana Pearl. Okay. Brauche ich dafür nochmal Wasser? Geht da einfaches Wasser? Oder brauche ich da irgendwie flüssige Mana oder so? Ich habe halt wirklich so gar keine Ahnung von Botania, ne? Nein, da geht kein Wasser rein. Entschuldigung, wenn ich irgendwas abgemäht habe da unten.